Listen to me now. Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen zur Pressekonferenz mit Verteidigungsministerin Claudia Tanner, mit dem Herrn Milizbeauftragten Generalmajor Erwin Hammerseder und Generalstabschef General Robert Brieger. Ich ersuche zunächst um das Statement von unserer Frau Verteidigungsministerin. Bitte schön. Sehr geehrte Damen und Herren, führen und dienen. Die Vereinbarkeit dieser beiden Aufgaben ist es, die mich seit meiner Tätigkeit als Verteidigungsministerin beschäftigt. Das österreichische Bundesheer mit seinen Soldatinnen und Soldaten zu führen und dem Volk zu dienen in dieser sehr schwierigen Situation. Das ist genau das, was mich mit unseren Soldatinnen und Soldaten eint. Denn jeder Soldat, egal ob Berufssoldat oder Milizsoldat, egal ob Offizier, Unteroffizier oder Charge, hat gelernt zu dienen und als Soldat im allermeisten Fall auch zu führen. Vielleicht hat er oder sie sich sogar dazu entschieden, Verantwortung für eine Gruppe, einen Zug oder eine Kompanie zu übernehmen. Wozu sich aber alle Soldatinnen und Soldaten entschieden haben, ist dem Volk zu dienen und Verantwortung für das Volk zu übernehmen. Der heutige Tag, an dem ich mit unserem Milizbeauftragten, mit unserem Generalstabschef an dieser Stelle stehe, ist geschichtsträchtig, weil wir am heutigen Tag bekannt geben werden, welche Kompanien der Miliz im Rahmen des Corona-Einsatzes einberufen werden. Denn auch wenn heute der Herr Bundeskanzler Lockerungen bekannt gegeben hat, so gilt eines: Je mehr Freiheit im Inland, desto notwendiger ist auch die Kontrolle und der Schutz desselbigen und insbesondere auch der Grenzen. Wir werden somit erstmals jene Männer und Frauen einberufen, die sich dazu entschieden haben, die grüne Uniform auch nach ihrem Grundwehrdienst weiterhin zu tragen. Obwohl die Arbeit oder das Studium sie im zivilen Leben einnimmt und fordert, weiterhin an Übungen teilzunehmen und bereit zu sein, in einen Einsatz zu gehen, wenn sie das Vaterland und das Volk braucht. Zu erwähnen ist hier auch, dass neben den zeitlich unbefristeten Milizsoldaten auch die zeitlich befristeten Milizsoldaten der jeweiligen Kompanien einberufen werden. Und noch einmal, ja, wir brauchen eben diese Milizsoldaten. Das ist kein Widerspruch zu den heute verkündeten Lockerungen. Wir brauchen sie, denn die Einsatzfelder für das österreichische Bundesheer sind heterogen und umfangreich, so wie das bis dato noch nie der Fall war. Und die geforderte Manpower ist ebenso groß. Aktuell sind rund 3000 Soldatinnen und Soldaten im In- und Ausland im Einsatz. Ich möchte Sie an dieser Stelle auch darüber informieren, dass wir uns selbstverständlich sehr intensiv mit der potenziellen Gefährdung unserer Soldatinnen und Soldaten auch im Auslandseinsatz auseinandersetzen. Und ich mich heute am Nachmittag mit meinen EU-Kolleginnen und Kollegen darüber austauschen werde via Videokonferenz. Jetzt zum Inland. Es läuft der Assistenzeinsatz Migration selbstverständlich weiter. Wir sind in der Steiermark, in Kärnten, in Tirol und im Burgenland im Einsatz. Wir unterstützen darüber hinaus in Tirol beim Reisemanagement in Landeck, Imst, Kufstein und Innsbruck. Zusätzlich unterstützen wir im Raum Imst auch bei sicherheitspolizeilichen Aufgaben. Wir sind in Vorarlberg tätig bei der Landeswarnzentrale. Wir leisten unseren Dienst dort auch bei sicherheitspolizeilichen Aufgaben am Grenzübergang in Lustenau und Hörnkranz sind wir im Einsatz. In Kärnten sind wir im Ausreisemanagement tätig, in Salzburg bei sicherheitspolizeilichen Aufgaben. In Oberösterreich übernehmen wir aktuell ebenso sicherheitspolizeiliche Aufgaben und wir leisten darüber hinaus in Oberösterreich auch gesundheitsbehördliche Assistenz. In der Steiermark unterstützen wir die Gesundheitsbehörden an den Grenzübergängen, auch den Betrieb des Klinikums Graz und auch bei sicherheitspolizeilichen Aufgaben. In Niederösterreich sind wir unterstützend tätig beim Logistikzentrum der Post. Im Burgenland leisten wir diverse sicherheitspolizeiliche Aufgaben. In Wien unterstützen wir diverse Zivil- und Bundeseinrichtungen, wie zum Beispiel die verschiedenen Hotlines, sei es beim Außenministerium oder auch bei der AGES.
Zusätzlich arbeiten unsere Soldaten bundesweit bei Pharmaunternehmen im logistischen Bereich, die gerade stark gefordert sind. Und wir bewachen die Botschaften in Wien, um die Exekutive personell zu entlasten. Ja, und laufend unterstützen wir auch die Rückholungsaktivitäten des Außenministeriums mit unseren Spezialeinsatzkräften, wie zum Beispiel morgen aus Moskau. Anhand dieser Beispiele zeigt sich, wir sind einsatzfähig und wir müssen einsatzfähig sein. Und daher haben wir vor 2 Wochen an dieser Stelle auch verkündet, 2 strategische Entscheidungen zu treffen. Zum einen den Grundwehrdienst von 2316 Grundwehrdienern um 2 Monate zu verlängern. An dieser Stelle das Wohl unserer Grundwehrdiener und ihre Gesundheit ist uns natürlich das größte Anliegen in diesem Zusammenhang. Wir haben eine Reihe von Maßnahmen gesetzt, um unsere Grundwehrdiener bestmöglich zu schützen, sei es durch die Aufteilung der Betten, durch die Verschärfung der Hygienemaßnahmen. Und ich möchte heute eine Woche vor Ostern auch darauf hinweisen, dass jeder Grundwehrdiener selbstverständlich die Möglichkeit hat, auch am Wochenende in der Kaserne zu bleiben. Das gilt eben insbesondere für die Osterfeiertage, sollte jemand aus einem besonderen Risikogebiet kommen oder auch Angehörige haben, die einer Risikogruppe angehören, dann bitte ich, diese Option wahrzunehmen. Ja, und zweitens, wir werden eben die verlängerten Grundwehrdiener durch Milizsoldaten ablösen. Die Entscheidung, wer einberufen werden kann, haben wir gemeinsam nicht leichtfertig getroffen, denn es musste eine gerechte Verteilung über ganz Österreich gefunden werden, da die Wirtschaft nicht punktuell in einem einzelnen Bundesland mehr belastet werden soll als in einem anderen. Wir mussten aber zudem auch den Ausbildungs- und allgemeinen Personalstand der Kompanien beurteilen. Schlussendlich haben wir auf Vorschlag des Generalstabes entschieden, dass folgende Kompanien einberufen werden. Die 2. Jägerkompanie des Jägerbataillons Burgenland, die 2. Jägerkompanie des Jägerbataillons Wien 1, die 1. Jägerkompanie des Jägerbataillons Wien 2, die 1. Jägerkompanie des Jägerbataillons Niederösterreich, die 1. Jägerkompanie des Jägerbataillons Oberösterreich, die 1. Jägerkompanie des Jägerbataillons Steiermark, die 2. Jägerkompanie des Jägerbataillons Tirol, die 1. Jägerkompanie des Jägerbataillons Kärnten, die 3. Jägerkompanie des Jägerbataillons Salzburg, die 3. Jägerkompanie des Jägerbataillons Vorarlberg, die Jägerkompanie Deutschlandsberg, die Jägerkompanie Tulln und die Jägerkompanie Korneuburg. Die Versendung der und Zustellung der Einberufungsbefehle erfolgt ab dem 15. April. Erst wenn man einen solchen Befehl erhält, muss man auch einrücken. Der Tag der Einberufung wird am 4. Mai sein. Bis zum 17. Mai findet die Formierung und die Ausbildung der Milizsoldatinnen und Soldaten statt, über die der Herr Generalstabschef dann noch berichten wird. Am 18. Mai beginnt somit die Ablöse auch der verlängerten Zivildiener, der verlängerten Grundwehrdiener. Die sogenannte Demobilmachung ist derzeit mit dem 31. Juli 2020 geplant. Ich möchte an dieser Stelle explizit noch einmal darauf hinweisen, dass das Lagebild, auch wenn jetzt Lockerungen verkündet worden sind, extrem dynamisch ist und die Zahl der tatsächlich Einberufenen sich noch ändern kann. Die Milizsoldatinnen und Soldaten werden in diesem Zeitraum im Einsatz stehen und vorwiegend sicherheitspolizeiliche Aufgaben erfüllen. Das heißt Grenzschutzaufgaben, Objektschutzaufgaben und Ausreisemanagement. Ich darf an dieser Stelle allen Milizsoldatinnen und Milizsoldaten vorweg Danke sagen. Ihr seid die, auf die wir uns verlassen und auch verlassen können.
Vergelt's Gott und vor allem eines, viel Gesundheit. Dankeschön. Vielen Dank, Frau Ministerin. Herr Milizbeauftragter Generalmajor Hammerseder, bitte schön. Sehr verehrte Frau Bundesminister, Herr General, meine sehr verehrten Damen und Herren, die Welt hat sich seit Beginn dieser Krise dramatisch verändert, auch für uns klarerweise in der Wirtschaft. Und wir alle spüren, wie wichtig es ist, dass es umfassende Schutzmaßnahmen durch die österreichische Bundesregierung gibt. Und dabei kommt dem österreichischen Bundesheer und damit auch der Miliz eine unglaublich wichtige Rolle zu. Eine besondere Verantwortung mit unterschiedlichsten Aufgabenstellungen. Die Miliz ist der Garant für die Durchhaltefähigkeit des österreichischen Bundesheeres. Und wenn nunmehr ca. 3000 Milizsoldaten aufgeboten werden, zum Schutz unseres Landes, zum Schutz der österreichischen Bevölkerung, dann paart sich Zivilerfahrung, ziviles Wissen mit militärischer Ausbildung. Genau das ist es, was wir für diesen Einsatz brauchen. Im Einsatz ist somit dann ab Anfang Mai der Bürger in Uniform. Das kann Ihr Nachbar sein, das kann ein Bekannter sein, das kann ein Kollege aus einem Unternehmen sein. Menschen, die sich dem Schutz dieses Landes freiwillig verpflichtet haben. Die Einberufungsbefehle, und das hat die Frau Bundesminister gesagt, werden jetzt unmittelbar dann auch zugestellt werden. Und ich darf Ihnen jetzt auch aus der Praxis der Vorbereitung kurz berichten. Die Aufbietung ist professionellst vorbereitet, erfolgt ruhig und mit genügend Vorlaufzeit. Sowohl für die Milizsoldaten, aber auch für die Arbeitgeber. Es gibt somit Planungssicherheit genau ab diesem Zeitpunkt. Für die Arbeitgeberseite ist die wichtige Botschaft, maximal 10% der gesamten österreichischen Milizkräfte des österreichischen Bundesheeres wird aufgeboten und das aufgeteilt auf alle unsere Bundesländer. Und daher sollte diese Aufbietung aus Unternehmersicht verkraftbar sein. Schwerwiegende Probleme, allfällig in Einzelfällen, wird man mit Sicherheit lösen können, beziehungsweise kann ich Ihnen sagen, wurden schon auch gelöst. Es geht in letzter Konsequenz um einen wesentlichen Beitrag zur Sicherung unseres Wirtschaftsstandortes, dass die Wirtschaft weiterhin auch funktioniert. Wir haben ein eigenes Milizservice eingerichtet beim Bundesministerium für Landesverteidigung und ein Team im Büro des Milizbeauftragten, vorwiegend bestehend auch aus Milizsoldaten, ist konstituiert und beantwortet tagtäglich und Tag und Nacht Fragen unserer Milizsoldaten, die gestellt werden. Wir haben ein Informationsmodul Miliz ins Leben gerufen und dieses dient auch als Führungsmittel. Innerhalb kürzester Zeit wurden erstmalig, meine sehr verehrten Damen und Herren, 30.000 SMS an unsere Milizsoldaten versandt. Und dieser Informationsdienst wurde sehr, sehr gut von unseren Kameradinnen und Kameraden aus der Miliz aufgenommen. Es gibt de facto nur sehr positive Rückmeldungen dazu. Was wird inhaltlich für unsere Milizsoldaten darüber geboten? Es geht um tagesaktuelle Pressespiegel, aktuelle Lageinformationen, Fragen- und Antwortprogramme und es gab 47.000 Zugriffe innerhalb der letzten 2 Wochen. Das sagt sehr, sehr viel aus. Die Milizsoldaten werden in der Einsatzvorbereitung und natürlich dann in darauffolgenden Assistenzeinsatz Corona durch dieses Informationsmodul Miliz begleitet. Es werden Ausbildungsthemen, Erfahrungen der Truppe auf dieser digitalen Plattform zur Verfügung gestellt werden. Welche Fragen wurden in erster Linie gestellt? Auch diese liegen nahe. Es geht in erster Linie um die Frage, muss ich einrücken? Das ist jetzt ganz klar beantwortet. Was mache ich im Einsatz? Ein weiteres Kernthema war, bin ich vom Arbeitgeber abkömmlich? Wie ist die Vereinbarkeit hier gegeben?
eine Vereinbarkeit auch mit anderen Tätigkeiten, zum Beispiel in Einsatzorganisationen, bei der Feuerwehr, beim Roten Kreuz etc. Und ganz wichtig ist auch die Themenstellung, die klar beantwortet werden konnte. Es geht um die Versorgung der jeweiligen Familien. Und Sie sehen, wenn man das alles zur Zufriedenheit unserer Milizsoldaten beantworten kann, was bis dato der Fall ist, dann kann man mit ruhigem Gewissen sagen, diese Aufbietung ist bestmöglich und professionell vorbereitet. Ich selbst komme auch, wie Sie wissen, aus einer Unternehmensgruppe, aus der Wirtschaft, und aus voller Überzeugung ist das nicht nur mit meiner Person verbunden, sondern auch mit allen Vorständen und Geschäftsleitungen, dass wir Milizsoldaten unterstützen. Alles, was unsere Soldaten nun an unterstützender Arbeit im Einsatz leisten, dient unserem Wirtschaftsstandort und natürlich geht es auch darum, das zivile Leben zu sichern. Ich bin sehr froh, dass auch die meisten Arbeitgeber das sehr unterstützen, den Einsatz ihrer Mitarbeiter, und dafür möchte ich mich bei allen Unternehmerinnen und Unternehmern als Arbeitgeber sehr, sehr herzlich bedanken. Gerade in einer Krise geht es darum, dass den Menschen der Verantwortungsbereich, die Bedeutung des österreichischen Bundesheeres in der Wirtschaft und unserer Miliz sehr bewusst wird. Es wird jetzt begreifbar. Und umso wichtiger ist es auch, mit dem Blick in die Zukunft auch klar festzuhalten, dass das österreichische Bundesheer und ganz besonders die Miliz auch mit den entsprechenden Mitteln auszustatten ist. Das österreichische Bundesheer hat sehr komplexe Aufgabenstellungen abzuarbeiten. Frau Bundesminister, ich bedanke mich sehr, sehr herzlich bei Ihnen für Ihre klaren Worte für die Miliz. Auch das ist keine Selbstverständlichkeit. Und es muss das Ziel sein, das österreichische Bundesheer und die Miliz nachhaltig, so wie es auch im Regierungsprogramm vorgesehen ist, mit jenen Mitteln, mit jener Ausrüstung auszustatten, die wir für die Bewältigung des jeweiligen Einsatzes auch benötigen. Eine ausreichende budgetäre Ausstattung. Bin überzeugt, dass das gerade lernend aus diesem Einsatz durch die österreichische Bundesregierung im Sinne des Regierungsprogramms erfolgen wird. Ich wünsche anschließend allen Milizsoldaten für ihren bevorstehenden Einsatz viel Soldatenglück, ganz besonders Gesundheit, Durchhaltevermögen, und ich bedanke mich sehr, sehr herzlich für Ihr Engagement und Ihren Einsatz. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich ersuche jetzt um das Statement von unserem Herrn Generalstabschef, General Brieger. Bitte schön. Frau Bundesminister, Herr Präsident, geschätzte Damen und Herren, wie Sie wahrscheinlich erwarten, ist das Arbeitsschwergewicht der militärischen Führung nunmehr, diese bevorstehende Aufbietung in bestmöglicher Form umzusetzen. Es geht darum, die Milizsoldatinnen und Soldaten auf ihre Einsatzaufgaben in enger Abstimmung mit der Sicherheitsexekutive, mit der Polizei vorzubereiten. Das heißt also, die persönliche Einsatzbereitschaft herzustellen für Menschen, die aus dem Zivilleben kommen und die aufgrund ihrer vorangegangenen militärischen Ausbildung für Milizfunktionen ausgewählt wurden. Es sind verschiedene Ausbildungsziele, die ich hier kurz streifen möchte. Es beginnt bei dem militärischen Dienstbetrieb im Allgemeinen, ABC Individualschutz, Selbst- und Kameradenhilfe, Waffen- und Schießdienst, territorialer Wachdienst und auch Fernmeldedienst, um nur einige zu nennen. Ich bitte um Verständnis, wenn aufgrund der Kürze der Ausbildungszeit von 14 Tagen für jene Milizsoldaten, die Objektschutz in Wien machen werden, werden es 3 Wochen sein, wenn aufgrund der Kürze dieser Ausbildungszeit auch an Wochenenden die entsprechenden Vorbereitungsmaßnahmen nicht unterbrochen werden können. Es geht darum, auch hier jene Aufgaben, die von der Sicherheitsexekutive dem österreichischen Bundesheer übertragen werden, bestmöglich und effizient zu erfüllen. Es ist das Stichwort gefallen, schutzkritischer Infrastruktur. Das heißt, Objekte in der Tiefe entsprechend zu sichern, die Polizei bei ihrer Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung und Sicherheit wirksam zu unterstützen, dort, wo notwendig, auch den Grenzschutz zu verstärken, beziehungsweise Soldaten, die den Aufschubpräsenzdienst geleistet haben, und aktive Soldaten in ihrer Einsatzaufgabe abzulösen, damit wir hier die entsprechende Nachhaltigkeit der Maßnahmen sicherstellen können.
Die Frau Bundesministerin hat den 31. Juli als Tag des Endes des Milizdienstes angesprochen. Natürlich ist das österreichische Bundesheer vorbereitet, auch darüber hinaus entsprechend wirksam zu werden und lageangepasst jene Kapazitäten zur Verfügung zu stellen, die die Sicherheitsexekutive von uns erbittet im Interesse der Sicherheit und des Schutzes der österreichischen Bevölkerung. Soweit eine kurze Umschreibung dieser bevorstehenden Ausbildungsaufgaben. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Generalstabschef. Wir kommen nun zu den Fragen. Erste Frage ORF und dann ATV. Bitte schön. Frau Verteidigungsministerin, jetzt sagen Sie, jetzt rücken die quasi erst Mitte Mai oder sind erst Mitte Mai für diese Tätigkeiten da, die Milizsoldaten. Da wird es in Tirol kein Reisemanagement mehr brauchen, da werden auch keine Urlauber mehr zurückgeholt. Auf welche Aktivitäten beschränkt sich das? Und zweite Frage, in einer Broschüre von Ihnen ist den Soldaten empfohlen worden, dass sie übermäßiges Grübeln vermeiden. Warum darf man das denn nicht beim Bundesheer? Ich beginne mit der ersten Frage, für die ich sehr dankbar bin. Das österreichische Bundesheer hat vorbereitet zu sein. Und vorbereitet sein heißt, die erste Maßnahme, die ja erstmalig seit der Tschechien-Krise auch gemacht worden ist, ist, dass wir 2316 Grundwehrdiener nicht abrüsten lassen, sondern eben länger im Dienst bleiben lassen bis 31. Mai. Wir haben alle unsere Einsätze strategisch zu planen und dann auch durchzuführen. Das heißt, so wie der Herr Generalstabschef das schon angesprochen hat, werden genau diese Grundwehrdiener dann abgelöst sukzessive von den Milizsoldaten. Das, was wir gesehen haben von den Einsatzfeldern des österreichischen Bundesheers, das ja immer dann da ist, wenn wir von den Sicherheitsbehörden, von der Polizei angefordert werden oder von den Gesundheitsbehörden, immer mehr wird und dass dazu dann auch noch die notwendigen Unterstützungsleistungen kommen. Das österreichische Bundesheer ist die Reserve, immer da, wenn andere nicht mehr können und vor allem ganz schnell da. Wenn man jetzt zurückdenkt an den 12. 13. März, als es notwendig war, Unterstützungsleistungen im Handel zu geben, dann war das notwendig von einer Nacht auf die andere. In der Zwischenzeit ist dieser Einsatz, diese Unterstützungsleistung zwar nicht mehr notwendig, dafür aber umso mehr eine logistische Unterstützung im Bereich der Pharmaunternehmen. Das heißt, wir sind so stark gefordert, wie das tatsächlich noch nie der Fall war. Es kommen auch von den Gesundheitsbehörden nicht nur die Anforderungen im Zuge des Reisemanagements immer wieder auch Fieberkontrollen unterstützend auch durchzuführen, sondern wir sind auch mit unserem Amt für Rüstungs- und Wehrtechnik immer wieder gefragt, Analysen zu leisten oder auch über die ABC-Kompanien zum Beispiel dekontaminierende Einsätze auch mit zu verantworten bzw. diese zu betreiben. Das Einsatzfeld hat uns gezeigt die letzten Wochen und auch im Blick voraus, dass wir im Schnitt im In- und Ausland diese 3000 Soldatinnen und Soldaten 24 Stunden und am 7 Tagen die Woche brauchen. Das können nicht immer dieselben sein. Und daher, so wie es der Herr Generalstabschef schon angesprochen hat, eben diese Planung, genau Ablösung dann der Präsenzdiener, Entlastung auch unserer Kader- und Grundwehrsoldaten. Zur zweiten Frage, was die Broschüre anbelangt, auf die wir sehr stolz sind, die es wahrscheinlich so in keinem anderen Land zu finden ist, weil uns eben die Gesundheit der Grundwehrdienerinnen und Grundwehrdiener sehr wichtig ist. Dort findet sich nicht nur Information über die körperliche Gesundheit, sondern eben auch, und das ist ganz besonders wichtig, um die psychische Gesundheit der Grundwehrdienerinnen und Grundwehrdiener. Wir haben ja sehr viele Psychologinnen und Psychologen auch im Einsatz bei uns im österreichischen Bundesheer und auf deren fachliche Expertise haben wir uns hier auch sehr gerne verlassen. Dankeschön. ATV mit der nächsten Frage, bitte. Danke. Eine Frage zu der Zahl der Milizsoldaten. Werden das fix 3000 Soldaten sein oder kann das sein, dass das vielleicht weniger werden, wenn sich die Lage weiter entspannt? Eine Frage zur Anerkennungsprämie. Wird die möglicherweise noch nachgebessert? Da gab es ja Forderungen von etwa der FPÖ, dass das vielleicht angehoben werden soll. Und
Dritte Frage, Beschaffungen, Eurofighter, Hubschrauber, das waren große Themen in den vergangenen Wochen, Monaten vor dem Corona-Ausbruch. Ist das jetzt alles auf Eis gelegt oder wie geht es da weiter? Vielen Dank. Ich beginne vielleicht mit dem Letzten und das ist das Herausfordernde, sowohl für unsere Zivilbediensteten im Ressort als auch für die Soldatinnen und Soldaten, dass alle Planungen selbstverständlich parallel zu den Herausforderungen dieses ganz besonderen Corona-Einsatzes auch durchzuführen sind. Das heißt, hier ist alles genauso auf Schiene, wie wir das immer verkündet auch haben. Das ist sehr herausfordernd, wie gesagt, für alle im Ressort. Zum Punkt, was die Frage anbelangt, Anerkennungsprämie, es war uns wichtig, dass die Grundwehrdiener, die eben verlängert werden, eine Anerkennungsprämie bekommen, diese 190 Euro im Monat, allenfalls, was hier für den Milizbereich noch dazukommen könnte oder muss, damit man hier eine Harmonisierung auch erreicht, da sind wir gerade dabei, das auch zu prüfen und werden wir Sie sehr gerne davon auch informieren. Und jetzt ist mir der erste Punkt entfallen, wenn Sie so lieb sind. Um mir den Eurofighter, Hubschrauber, ob das jetzt auf Eis gelegt ist? Nein, das läuft alles genauso also weiter wie geplant. Mitte des Jahres, sprich Ende Juni, werden wir eine Entscheidung, wie der Weg hier geht, fortsetzen. Aber da war ein ob die 3000 Soldaten, ob das weiterhin so bleibt, dass die einberufen werden oder dass das vielleicht verringert werden könnte, wenn sich die Lage noch weiter bessert? Vielleicht der Satz des Herrn Generalstabschefs, das ist natürlich Lage angepasst, dementsprechend dann auch zu entscheiden, wir sind die Reserve und wir hoffen in Wahrheit, dass wir das nicht alles brauchen. Unsere jetzigen Planungen nach den jetzigen Lagen, so wie wir sie voraussehen, beinhaltet eben die angesprochenen Kompanien der jeweiligen Bataillone. Das entspricht in etwa eben etwas über 2300 Mann, Frau. Aber das ist dann Lage angepasst zu entscheiden. Dankeschön. Puls 4, bitte. Zwei Fragen. Gibt es aktuelles Update zu Corona-Fällen beim Heer? Gibt es da irgendwelche neuen Entwicklungen? Gibt es neue Fälle vielleicht in den letzten Tagen? Und zweitens, die Stellung ist ja mal ausgesetzt worden bis 20.04., glaube ich. Gibt es dort Pläne, wann das wieder aufgenommen wird, gerade jetzt im Licht der Entwicklungen von heute Vormittag, dass alles andere wieder aufmacht? Wie sehen da die Pläne für die Zukunft aus? Wir entscheiden natürlich nach dem, was an Gesundheitsdaten auch vorliegt. Daher haben wir auch entschieden, die Stellung weiter auszusetzen, bis auf Weiteres auch auszusetzen. Was die Gesundheit generell der Soldatinnen und Soldaten anbelangt, neben der schon angesprochenen Broschüre der Maßnahmen, die getätigt worden sind, sowohl im Inland als auch im Ausland. Wir haben zum jetzigen Zeitpunkt 47, Herr Generalstabschef, Sie würden mich korrigieren, wenn es Soldaten, die positiv getestet worden sind. Wir beschäftigen uns laufend damit, ob das eine oder andere eben auch noch evaluiert werden müsste. So, Dankeschön. Dann kommen wir zu Servus TV, bitte. Frau Verteidigungsministerin, wir haben alle noch die Worte Ihres Vorgängers von Herrn Staringer in Ohr, der gesagt hat, das Bundesheer ist eigentlich mehr oder weniger totgespart. Wie ist die Situation, wie schaut es mit der Ausrüstung aus, auch mit Schutzausrüstung der Klagen, Krankenhäuser, Gesundheitspersonal, dass sie keine haben, ist dafür ausreichend gesorgt und die Urausrüstung vom Bundesheer, sind sie da ausreichend versorgt? Es hat das Gerücht gegeben, dass teilweise Zivilfahrzeuge zum Einsatz kommen, weil es nicht genug LKWs oder PKWs gibt. Stimmt das nicht? Und die letzte Nachfrage dazu, hat das Bundesheer ein Sonderbudget auch bekommen wegen der Corona-Krise oder nicht? Wer sich in der jetzigen Situation, die so seit dem Zweiten Weltkrieg noch nie da war, mit Zahlen beschäftigt und nicht mit der Gesundheit von Menschen, der lebt wohl auf einem Corona-freien Planeten. Wie der Herr Milizbeauftragte Generalmajor Hammerseder auch schon angesprochen hat, haben wir natürlich Notwendigkeiten gerade im Milizbereich. Das ist im Regierungsprogramm auch so vorgesehen, dass wir das eins nach dem anderen auch umsetzen. Ich darf hier noch einmal wiederholen, alle unsere Planungen, so wie wir sie vorgesehen haben, was Beschaffungsvorgänge anbelangt, was auch eine Neuaufstellung des österreichischen Bundesheeres gerade fokussiert auf Eintrittswahrscheinlichkeiten verschiedener Gefahren, die man vielleicht vor 10 bis 15 Jahren noch nicht so vorausgesehen hat, anbelangt, laufen selbstverständlich genauso weiter. Und
Lassen Sie mich Ihre Frage mit einer anderen Frage beantworten. Sagen Sie mir ein Beispiel, wo unser österreichisches Bundesheer nicht bereit gewesen wäre für einen Assistenzeinsatz, entweder bei den Sicherheitsbehörden oder auch von den Gesundheitsbehörden her. Sie werden keinen finden. Wir sind stolz auf unsere Soldatinnen und Soldaten. Entschuldigung, eine Nachfrage noch. Schutzkleidung. Gibt es ausreichend Schutzkleidung? Gibt es ein Sonderbudget fürs Bundesheer, gerade in dieser fordernden Situation? Wir beschäftigen uns zum jetzigen Zeitpunkt nicht mit den Zahlen, sondern wir beschäftigen uns jetzt damit, dass wir alle Anforderungen eben erfüllen können. Und gerade was die Schutzkleidung anbelangt, selbstverständlich sind unsere Soldatinnen und Soldaten, das sieht man ja jetzt schon, wenn man das Grenzmanagement zum Beispiel betrachtet, wo Fieber gemessen wird, da sind selbstverständlich die Soldaten und Soldaten auch im Gesamtkörperanzug. Wenn unsere APC-Einheiten hier im Einsatz sind, dann sind sie noch darüber hinaus mit ganz besonderen auch Masken versorgt. Das ist unsere Aufgabe, eben dafür zu sorgen, keine Frage. Und was uns auch ganz besonders stolz macht, ist, dass unsere Näherinnen des österreichischen Bundesheeres für die Soldatinnen und Soldaten begonnen haben, diese Mund- und Nasenschutz auch selbst zu produzieren. Darauf sind wir auch stolz. Jeder unserer Soldaten wird von diesen eben auch drei Stück dann erhalten, aber alle, die in besonderen Einsätzen sind, sind natürlich dann auch ganz besonders geschützt. Bitte. So, soweit ich sehen kann, gibt es keine weiteren Fragen. Wenn das der Fall ist, dann bedanke ich mich bei der Frau Bundesministerin, beim Herrn Milizbeauftragten, dem Herrn Generalstabschef und Ihnen. Danke fürs Kommen und für Ihre Aufmerksamkeit.